Herr Dr. Kastner, Ihre Erfahrungen als Verbandsarzt. Sie sind ja tätig in dem Institut in Leipzig und unter anderem habe ich gehört, speziell für den Triathlonsport oder auch den Langlaufbereich. Ja. Aber ich denke, Sie interessieren sowieso alle Sportler und alle Sportarten. Und mich würde jetzt hier vor allem eine Thematik, die ja auch immer wieder durch die Presse geht, Anti-Doping. Wie kommunizieren Sie das oder was sind dort die Hauptaufgaben für Sie im Bereich Anti-Doping? Ja, im Bereich Anti-Doping versuchen wir direkt mit dem Sportler zu arbeiten, direkt präventiv zu arbeiten, eben Möglichkeiten der Informationsbeschaffung aufzuzeigen. Das geschieht insbesondere über das Informationsangebot der NADA. Die hat eine sehr gute Internetseite mit Informationsmaterial direkt für den Athleten, auch entsprechend jugendgerecht aufgearbeitet, wenn es den Nachwuchssport betrifft. Es gibt Informationsmaterial für den Trainer. Das ist ganz wichtig, dass der Trainer mit im Boot ist und auch gerade in den jüngeren Jahrgängen, dass auch die Eltern mit im Boot sitzen. Ja. Auch da gibt es extra Informationsbroschüren. Sag mal, in dem Kaderbereich ist es für mich möglich, direkt Einfluss zu nehmen auf den Athleten und direkt darüber zu sprechen. Wir machen da kleine Fortbildungen, geben kleine Updates, was ist notwendig, was ist verboten. Gibt ja auch immer mal wieder kleine Änderungen, dass da die Athleten informiert sind. Und natürlich, wenn es zu einer Situation kommen sollte, dass die Athleten auch wissen, wie direkt Prävention betrieben werden kann. Das heißt, wenn sie jetzt zu einem externen Arzt gehen, was muss ich beachten, wo kann ich mich informieren, welches Medikament zugelassen ist. Und natürlich auch die direkte Ansprechbarkeit. Das heißt, wenn ein Athlet in eine Situation kommt, Medikamenteneinnahme notwendig, bin ich logischerweise dann nur in dem oberen Bereich, also ich sag mal in dem C, B und A-Kaderbereich, bin ich auch direkt ansprechbar. Ja. Wie haben Sie das Gefühl, wie ist das in Deutschland die Situation? Ist eher, sagen wir, das Thema Doping wirklich ein Thema oder ist es schon in den Köpfen der Leistung, also der Athleten schon in CBA-Kader, dass sie sagen, nein, ich bin ein sauberer Athlet? Also wenn ich mir meine Athleten angucke, dann denke ich, haben wir in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet, dass wirklich die Athleten sagen, nein, also alles, was mit Doping oder beziehungsweise schon in die Richtung hindeutet, wollen sie einfach nichts mit zu tun haben. Ja. Das ist ja auch eine Einstellung, eine Grundeinstellung dazu, also ein Statement. Ich denke, da wurde ein guter Weg gegangen. Das ist auch wichtig als Signal für die jüngeren Sportler, dass unsere Vorzeigeathleten sagen, nein, wir wollen damit nichts zu tun haben. Ich bin da überzeugt von, dass wir da einen ganz guten Weg gegangen sind. Das insgesamt die Diskussion fängt aber schon viel zeitiger an. Im Prinzip, wenn die Athleten anfangen durch Heimtrainer, durch Eltern und so weiter. Ich denke, auch da ist es wichtig, dass dort die Athleten erstens als Vorbildfunktion von den älteren Athleten, aber auch eine direkte, sag ich mal, Erziehung schon bekommen. Was es heißt Doping, was zählt unter Doping, was führt dahin? Ja, ich nenne mal die unkontrollierte Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln. Ja, es gibt da eine Pille, die macht mich besser in irgendeiner Form. Das ist per se kein Doping, aber das sind Sachen, die aufbauend aufeinander dahin führen können. Und da müssen wir einfach im Prinzip präventiv einwirken. Und ich denke, wir sind insgesamt im deutschen Sport da auf einem guten Weg. Also das haben wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten ganz gut hinbekommen, dass wir jetzt sagen, wir haben mündige Athleten, die sagen, nein, Doping, damit wollen wir nichts zu tun haben, auch wenn es hier wirklich um Leistung geht, Leistung zu bringen, aber diese Methoden schließen wir aus. Ja. Also Sie versuchen auch als übergeordnetes Institut einfach dieses Wissen und diese Einstellung auch weiter zu verbreiten in Bezug auf die einzelnen Verbände, auf die einzelnen, runter bis zu den einzelnen Trainern, auch einer Ihrer Aufgaben, oder? Es ist schwierig, weil natürlich die Pyramide wird unten extrem breit, richtig, da natürlich jeden Einzelnen zu erreichen. Ja. Aber es ist natürlich schon so, dass wir versuchen, auch Trainer der Stützpunkte mit ins Boot zu holen, Informationsveranstaltungen, Weiterbildung, dass wir dort erstmal, haben wir Trainer drin sitzen, haben wir teilweise Eltern mit drin sitzen, dass wir da unser Wissen einfach weitergeben, dass wir ansprechen, wo können sie sich informieren, wo können Informationen eingeholt werden und auch unsere Philosophie, die wir im Leistungssport haben, oder Leistungssport der Elite oder im Nachwuchsleistungssport, dass wir die auch fortfahren, sondern sagen, nein, wir stehen dafür nicht, sondern wir stehen für einen sauberen Sport und wollen das auch gerne so Sport mit sauberen Methoden im Prinzip vollbringen. Dann springen wir mal gedanklich direkt in den Wettkampf oder dann danach. Sie sagten auch Regenerationsmanagement, ein wichtiges Thema, was also weitergegeben wird und beziehungsweise wo mit dem Athleten oder dem Trainer auch gearbeitet wird. Was darf man darunter vorstellen? Ja,
Jetzt ist es so, dass es auf der einen Seite geht, natürlich Training zu leisten, Wettkämpfe zu absolvieren. Also ein wichtiger Punkt ist aber auch die Zeit dazwischen. Einfach die Zeit der Regeneration, die Wiederherstellung des Körpers, sowohl psychisch als auch physisch. Man sieht den Körper wieder vorzubereiten auf die nächste Belastung. Das sind ganz normale Prozesse, erstmal angefangen von Ernährung, von Schlaf. Das sind Basics, die auch schon im jüngeren Alter natürlich eine Rolle spielen. Wenn ich ein permanentes Schlafdefizit habe, wirkt sich das natürlich negativ auf meine sportliche Leistungsfähigkeit auf. Wenn ich mich falsch ernähre, hat das Einfluss auf meine sportliche Leistungsfähigkeit. Wenn man dann in die älteren Bereiche guckt, in den Elitesport, dann werden natürlich auch kleinere Stellschrauben gedreht. Dann ist es möglich, eine physiotherapeutische Versorgung engmaschig zu haben. Dann ist es notwendig, bestimmte Methoden anzuwenden, wie Kaltwasseranwendungen nach Wettkämpfen, bestimmte, sag ich mal, manuelle Therapien, in der Physiotherapie und so weiter und so fort. Also man geht von einem allgemeinen Methoden aus, die auch schon im jungen Alter durchaus relevant sind, und geht dann natürlich immer spezieller, je höher das Niveau wird. Mhm. Und sagen wir, das Schlimmste, was sich der Sportler ja selber wahrscheinlich immer über das Laufe seiner Karriere, sind Erkrankungen, vielleicht für die er selber nichts kann, also jetzt keine Verletzungen, sagen, okay, er hat sich dumm angestellt und hat irgendwas passiert, sondern ich sage, diese Infekte, die ihn irgendwo einholen oder er sie erfährt, was kann man da dagegen tun? Oder was sind Ihre Ratschläge dafür? Ja, das ist natürlich ein Thema, was uns im Austauschsport besonders brennend interessiert, weil das sind einfach die Dinge, die uns immer wieder ausbremsen. Also Infekte, Athlet, kann ich trainieren, kann ich die erhofften Umfänge trainieren, die Intensitäten, fällt eventuell im Wettkampf aus. Und was sich in der Normalbevölkerung als banaler Infekt einfach niederschlägt, ist für den Sportler, gerade für den Austauschsportler, natürlich ein riesiges Problem. Ja. Was können wir machen? Das sind ganz, ganz pragmatische Dinge. Das fängt an mit Händedesinfektion, das fängt damit an, dass man Menschenansammlungen meidet, wo man weiß, da sind jetzt Erkrankte darunter. Dass man Schleimhautpflege betreibt, das heißt Salzwasserinhalation ganz normal, um die Schleimhäute feucht zu halten. Ausreichende Trinkmenge, also ein großes Problem sind immer wieder ausgetrocknete Schleimhäute, wo dann Keime vermehrt die Chance haben, im Prinzip in den Körper einzudringen und dann für Infekte zu sorgen. Es gibt auch die Möglichkeit, das setzt man dann aber eher im höheren Bereich ein, also im Elite-Bereich. Man sagt, durch gezielte Zink- und Vitamin-C-Zufuhr mal kurzzeitig, dass man, gibt es eine dünne Studienlage zumindest, man sagt, dadurch sind Effekte wahrscheinlich in ihrer Ausprägung nicht ganz so stark, beziehungsweise kann verhindert werden. Das sind so Tipps und Tricks. Das Wichtige ist immer noch die Hygienemaßnahmen im Alltag. Okay. Ja. Vielen Dank. Gerne.